Radio Teddy. Das Experiment der Woche. Hallo, ich bin Leo, euer Radio Teddy Reporter und ich bin heute für euch im Helmholtz Zentrum Berlin. Wir schauen uns jetzt ein spannendes Experiment an. Wir finden nämlich heraus, wie man aus Glas und Tee Strom erzeugen kann. Kommt mal mit. Herzlich willkommen, Leo, hier im Schülerlabor. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin Marion Flatgen und ich bin zurzeit Doktorandin am Helmholtz-Zentrum und ich forsche an neuen Materialien für Solarzellen. Und ich habe gehört, du hast ein kleines Experiment für mich vorbereitet. Genau. Wir versuchen hier, kleine Solarzellen zu basteln mit den Materialien, die wir zur Verfügung haben. Und ja, bevor wir damit anfangen, hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich Strom? Ja, kommt aus der Steckdose, fließt in mein Radio, dann geht's an. Es ist mehr als das. Es sind kleine geladene Teilchen, energiereiche Teilchen, die wir Elektronen nennen. Die geben Energie an uns ab, vom Radio zum Beispiel, brauchen danach wieder weitere Energie. Und das passiert in einem Stromkreislauf. Und damit der auch gut funktioniert, laden wir die Elektronen zum Beispiel in einer Solarzelle immer wieder neu auf. Damit sie dann wieder Energie abgeben können. Richtig, damit wir wieder Energie bekommen. Gut, na dann basteln wir mal los. Also, wir haben hier eine Glasplatte, die beschichtet ist, sodass sie leitfähig ist. Und wir können das auch direkt testen mit diesem Gerät, das ich hier vorne habe. So, da hören wir diesen Piepton. Das zeigt uns, dass hier der Strom fließen kann. So, jetzt haben wir hier getestet, erst, dass wir sicher sind, dass die Oberfläche geladen ist. Und auf diese Oberfläche tragen wir nun eine Paste auf. Das ist Titandioxid. Ja, und was tut dieses Titandioxid? Wofür brauchen wir das? Das Titandioxid, das unterstützt nachher den Farbstoff des Tees, den wir dazugeben. Jetzt nehme ich die Glasplatte, auf die die Paste aufgetragen ist, und lege diese auf eine Heizplatte zum Trocknen. Großartig, ich habe gerade gesehen, wie diese feuchte Oberfläche einfach innerhalb von Sekunden getrocknet ist. Und ist der jetzt schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Also wir müssen auch dazu sagen, es trocknet nicht nur, sondern es wird auch erhitzt. Die Heizplatte hat eine Temperatur von 350 Grad. Also nicht anfassen. Nein, ganz heiß. Und wir sehen, wie sich das Titandioxid von weiß langsam zu einem graubraun verfärbt. Ja, Tatsache, deine Ecke fängt schon an. So, und jetzt legen wir die Platte hier drauf, damit es abkühlen kann. So, und jetzt nehmen wir diese Glasplatte, sobald die abgekühlt ist, runter und legen diese dann in den vorbereiteten Früchtetee. So, und jetzt tauchen wir dann mal tief ein in den Früchtetee. Ich drehe ihn einmal um. So. Ist auch schön von allen Seiten was abkriegt. Genau, damit sich diese Paste jetzt mit dem Früchtetee vollsaugen kann. Und warum haben wir das jetzt eigentlich gerade gemacht? Also, wenn du dich jetzt erinnerst, gerade war die Paste noch weiß. Das heißt, die hätte komplett das Sonnenlicht reflektiert. Wenn du weißt, das Licht an sich hat ja alle Farben des Regenbogens. Das heißt, ganz viel verschiedene Energien. Und indem wir jetzt diese Paste eingefärbt haben durch den Tee, machen wir viel mehr Energie aus diesem Lichtspektrum nutzbar. Okay, und ist die Solarzelle jetzt so fertig? Nein, da sind wir noch nicht am Ende angelangt. Wir haben jetzt nur eine Hälfte der Solarzelle hergestellt. Aber die andere fehlt ja noch. Du hast gesagt, wir brauchen zwei, genau. Hier habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar ist das wieder so ein beschichtetes Glas. Ich sehe schon, es ist irgendwie grau. Hä? Richtig, das ist grau, weil ich hier vorher mit dem Bleistift einfach ganz doll drüber gerubbelt habe. Ach, damit, was? Genau, die Mine des Bleistifts ist Graphit. Und das ist jetzt darauf. Gut, und die beiden tun wir jetzt zusammen? Richtig, die legen wir jetzt übereinander. Ah, okay, gut. Und das heißt, wir kleben die jetzt einfach zusammen? Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Also das haben wir jetzt hier zusammengeklebt. Wie man sieht, die beiden Hälften, einmal die Graphitseite und die Seite mit der Paste und dem Früchtetee. Aber zwischen den beiden Glashälften ist noch Luft. Ganz, ganz in der Mitte dazwischen müssen wir die noch verbinden. Und womit machen wir das? Dazu haben wir hier eine spezielle Flüssigkeit, die ich dazwischen tropfen werde und die dann beide Schichten miteinander verbindet. Dann nehme ich dir mal das Mikrofon ab, dass du auch arbeiten kannst. So, jetzt sieht man auch,
dass die Flüssigkeit hier ganz langsam durchläuft und durch die kleinen Poren, die dazwischen sind, durch die Zelle durchläuft. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was aufgebaut. Wir haben jetzt ein paar mehr Zellen zusammengesucht und die alle zusammengeschaltet. Was passiert jetzt? Genau, das sind jetzt so die fertigen Solarzellen, die wir gerade versucht haben schon zu bauen, aneinandergereiht. Und dann schauen wir einfach mal, ob der Stromkreislauf, von dem wir ganz am Anfang geredet haben, hier auch so mit den Solarzellen funktioniert. Na, und dafür brauchen wir diesen Lautsprecher hier drüben, hä? Ja, wir haben hier einen kleinen Lautsprecher, der eine Melodie abgeben kann, wenn er mit Strom versorgt wird. Sehr schön, es gibt hier zwei Enden. Darf ich die einfach mal zusammenschalten? Ja, du kannst es versuchen. Okay, Trommelwirbel. Ja, und wie wir hören, hören wir nichts. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass wir Solarzellen haben. Und die Solarzellen brauchen natürlich... Brauchen Licht. Richtig, genau. Und ohne Licht haben wir keinen Strom. Na dann, Licht an. Man hört es tatsächlich. So richtig gut, richtig? Wie in diesen Postkarten. Genau, das ist auch so ein Lautsprecher, den wir aus den Postkarten genommen haben. Großartig. Eine Frage habe ich allerdings noch. Gibt jetzt ja schon eine Menge Solarzellen. Woran genau forscht denn das Helmholtz-Zentrum Berlin jetzt? Ja, wir forschen sowohl an den Silizium-Solarzellen, wie man sie aktuell so kennt, aber auch an neuen Materialien, die wir für Solarzellen verwenden können. Wir versuchen, neue Materialien stabiler zu gestalten und auch umweltfreundlich und kostgünstig in der Produktion, sodass zukünftig hoffentlich jeder Haushalt sich Solarzellen leisten kann. Und wenn jetzt jemand noch eine Frage hat zu all dem? Ja, dann ist er natürlich herzlich willkommen hier im Schülerlabor und dann könnten wir noch mal gemeinsam ein paar Solarzellen bauen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dir noch einen schönen Tag. Gerne. Großartige Sache. Nächsten Samstag sind wir schon wieder für euch unterwegs mit dem nächsten Experiment der Woche. Solange sage ich Tschüss und bis dann, euer Radio-Teddy-Reporter Leo.